Hallo. Was geht? Ich hab vergessen, wo ich war. Ach ja, ich glaube, ich wollte mich um unsere Verletzten kümmern. Gab es da nicht... Nein, wo waren das? Zuschüsse, genau. Macht Sinn. Krankenstation, hier. Die geistige und körperliche Gesundheit unserer Häftlinge ist uns sehr wichtig, natürlich. Der Zuschuss dient dafür, den Bau einer modernen Krankenstation und zur Einstellung von Ärzten und Psychologen, die sich um die Gesundheitsbedürfnisse unserer Häftlinge kümmern. Nehme ich mit. Brauche ich. Ist die Frage... Wo setze ich das Ding hin? Eigentlich müsste ich das ja schon fast hier so hinsetzen, damit es ziemlich zentral ist. Ah, sorry. Mein PC hatte gerade irgendwie eine Fehlermeldung. Wo war ich? Ach ja, genau. Ich müsste das hier irgendwo hinsetzen, würde ich sagen. Damit es schön zentral ist. Kommt jeder schnell hin. Nein, Planung ist hier. Oder beziehungsweise... wo ist denn das? Ach, da unten. Krankenstation. Wie groß muss denn eine Krankenstation sein? Ach, ich hab die noch gar nicht, wa? Oder? Hä? Oder heißt die irgendwie anders schon wieder? Bin ich bescheuert? Krankenstation, hier gesperrt, benötigt Gesundheit. Ah, okay. Forsche ich gerade eigentlich an irgendwas? Nein. Gesundheit kostet 500. Ja, das ist okay. Ist nicht so teuer. Kann ich trotzdem schon mal gucken? Steht nichts zu da, okay. Dann muss es ja erstmal nicht so groß sein, würde ich sagen. Oh nee, muss ich jetzt den Boiler schon wieder umsetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich setze den... Oh Gott, ist das schwierig. Ja doch, ich glaube, ich möchte die wirklich erstmal hier hinsetzen. Ich meine, es ist Prison Architect. Es wird eh irgendwann wieder umgesetzt werden. Oder anders geplant werden. Ich glaube, die Größe soll doch erstmal reichen. So. Ja. Dann baut mal bitte hier einen Zaun. Naja. Und dann wollte ich hier unten einen Besucher... Ach Quatsch, einen Besucher, einen Gemeinschaftsraum machen. Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Hier. Was heißt Raum? Es wird einfach erstmal eine Fläche hier sein. So. Zack, fertig. Nein, Quatsch. Ich möchte hier einen Billardtisch rein haben. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Dann, was sollte ich noch bauen? Zwei große Fernseher. Gut, einen haben wir ja schon. Wo sind die? Fernseher. Wo ist jetzt der große Fernseher? Da.
Da, Sofa. Reicht erstmal. Also ein Telefonzellen, die würde ich aber gerne draußen bauen. Dann haben wir unsere Besucher die Möglichkeit, in ihrer Hofzeit zu telefonieren. So, einfach auf den Dreck platziert. Und dann hätten wir das Besucherrecht hier auch mal abgehakt. Kriegen wir nochmal einen kleinen Bonus, damit können wir die nächsten Zellen bauen. Ich will auch immer ein bisschen Kapazität an Geld haben. Falls wir mal dringend was brauchen. Deswegen will ich immer ein bisschen was übrig haben. Es könnte ja sein, dass irgendwie mal was kaputt geht. Irgendwie, weiß ich, Generator explodiert, das halbe Gefängnis brennt ab und so und ich muss alles neu bauen. Dafür bräuchte man natürlich Geld. So. Ihr wisst, wie es ist. Und dann können wir hier ein neues Fundament setzen. Ah Mist, die Wand hätte stehen bleiben können. Ich glaube, die reißen jetzt die Wand hier ab. Mal schauen. Obwohl, nee, die lassen, glaube ich, die Wand stehen. Dann brauche ich hier ein... Was kommt da rein? Personaltür? Höchstwahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, Personaltür müsste da reinkommen. So. Ah, normale Fernseher hätte ich bauen sollen dafür. Okay. Dann... Baue ich hier noch einen zweiten Fernseher hin? Ist das richtig rum? Ja. Und noch zwei Stühle zum Hinsetzen. Dann würde ich hier oben ins Personalraum. Noch einen Fernseher hinsetzen. Ich glaube, ich halte mich an viel zu vielen Projekten gleichzeitig auf. Ich glaube, das überfordert die Arbeiter. Okay, ich lasse die jetzt erstmal zu Ende bauen. Und dann kümmere ich mich um die neuen Zellen. Sie haben die Wand stehen lassen, ne? Ja, sehr gut. Dann kann das hier wieder weg von der Planung. Die Tür geht nicht mehr zu. Hier baue ich aber noch schnell was rein. Kann ich jetzt schon? Ist es schon fertig? Nein, ist es noch nicht. Wie lange noch? Wo ist es? Da. 20 Sekunden. Im Schick sitzt immer noch hier. Bald, 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 bald haben wir Ärzte. Keine Sorge. Ich glaube, das war das Signal. Ja. Krankenstation. Was brauchen wir? Krankenbetten. Da. Das mal drei. Und natürlich Ärzte. Wie viel? Auch 100 pro Tag. Stellen Sie einen Psychologen ein. Benötigt ein Büro. Büro haben wir auch noch. Erstmal. Baut erstmal, Leute. Baut erstmal. Wir gucken kurz mal zu. Es ist mitten in der Nacht.
Oh, es ist 1:15 Uhr morgens. Shakedown. Und ich brauche ganz kurz was zu trinken nebenbei. Ich wäre da. Ganze Zeit reden macht einen trockenen Hals. So, was haben wir dann schon gefunden? Oh, wir sind schon fast fertig. 87 nur noch? Waren nicht beim letzten Checkdown über 100? Schraubenschlüssel und Schnaps. Ja, dass man im Nachhinein nicht mehr gucken kann, wo das gefunden wurde. Aber solange wir nicht sowas wie Pickaxes finden, also Spitzhacken. Oh, hier wurde ein Messer gefunden. Dafür kommst du erstmal 6 Stunden in Einzelhaft. War schön, dass das Einzelhaft heißt, wenn das ja im Endeffekt auch Einzelhaft ist. Aber ich glaube, hier Einzelhaft ist ein bisschen anstrengender. Aber sowas passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Kompletter. Trägt Personalschlüssel. Trägt Gefängnisschlüssel, Schlagstock. Geld hat 10,65 € Dollar. Nicht Euro. 6,60 $. Hier schläft niemand. Du hast kein Geld. Die haben Geld bei sich. Vielleicht sollten wir mal sowas wie einen Shop bauen. Ach ja, Strom fehlt hier. Sieht es eigentlich aus? Sind alle Bauarbeiten fertig erstmal? Scheint so, ja. Dann lege ich mal weiter Strom hier entlang. Und hier entlang. Ich hoffe, das reicht. Dann müsste das auch fertig sein. Und dann die Dusche. Genau, bevor ich neue Zellen baue, die Dusche. Natürlich. Das wird nicht funktionieren. Bin mir nicht sicher. Vielleicht lege ich es einfach hier mitten durch. Und dann brauche ich hier auch noch Warmwasser. Warmwasserrohre. Und einen Boiler. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird nicht. Ach, guck mal, der reicht ja nicht mal für hier unten, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann muss ich hier einen Boiler hinsetzen. Und hier wahrscheinlich auch einen irgendwie. Setze ich den erstmal. Wo ist denn hier der Hof? Warum ist denn hier kein Zaun zu sehen? Hier ist der zu sehen, toll. Setze ich den hier hin. So. Wie viel haben wir jetzt? 20 immer noch, okay. Dann kommen die nächsten in 1 Stunde und 53 Minuten, also knapp 2 Minuten.
Familien warten auf Besuch. Naja, dann. Ihr habt Telefone, ladet sie ein und dann hier habt ihr Besucherplätze. Und es regnet. Okay. Sobald die Duschen fertig sind, noch haben wir ja 21.000, ein bisschen Geld können wir noch ausgeben, möchte ich hier die neuen Zellen bauen. Dafür brauche ich Wände. Ein Bett. Eine Toilette. Und eine Lampe hatte ich, glaube ich, oder? Erstmal. Stimmt, ich wollte später vielleicht hier noch ein Bücherregal reinsetzen. Dann Rohre hier lang. Kann ich ja die. Ja, stimmt, jetzt kann ich von hier gehen, ist gut. Warum funktioniert denn das jetzt doch hier? Der Boiler steht doch noch gar nicht. Warte mal kurz, bevor du den baust. Gut, gekauft ist er jetzt eh schon, also ist er im Vorrat. Nee, reicht nicht, okay. Ich würde gerne nur das Abwasserrohr hier abreißen. Geht das? Aber vielleicht geht es auch so. Ich weiß nicht, bei Strom ist es ja, denke ich mal, so, dass man mehrere Stromnetze nicht miteinander verbinden darf. Also, ich glaube, wenn ich einen zweiten hiervon baue, darf ich die nicht aneinander koppeln. Ich glaube, da war doch irgendwas, oder? Also, ist ja in echt auch so. Aber bei Wasser ist es, glaube ich, egal. Die Rohre haben, glaube ich, auch eine unendlich Reichweite, oder? Der Druck ist zu hoch, benutzen die dafür ein kleines Rohr. Was? Für Durchköpfe, 5 Meter. Okay, steht nicht da, steht aber, ich denke mal, da würde eine reichen. Ich glaube, da ist es dann wiederum sinnvoll, mehrere zu bauen, weil, wie hier steht, damit jemand durch 500 Meter Fäkalien und Gestank in die Freiheit kriechen kann. Klar, wenn ich mehrere Netze habe, ist es natürlich schwerer für andere Leute zu entkommen. Vier Häftlinge sind in ihren Zellen oder Einzelhaft eingesperrt. Woran könnte das wohl liegen? Vielleicht, weil ihr euch nicht benehmt. Ich meine, wer Messer in seiner Zelle rumliegen hat, der hat es nicht anders verdient. Und warum bin ich hier schon wieder auf 1? Oh, hier ist ein Foto. Ach, cool. Nice. Also sind das wirklich so Aktionen, die man macht dann wahrscheinlich? Kann man sich die im Nachhinein irgendwo angucken? Extras? Spielbilder? Ne, Spielbibel. Polaroids. 107 von 155? Achso, auch die ganzen Story-Dinger sind da drin. Alles klar. Cool.
Ist die Zelle jetzt endlich fertig? Nein. Closing. Okay. Ihr braucht neue Klamotten, das kann ich verstehen. Aber ich kann mich jetzt nicht auch noch um eine Wäscherei kümmern. Ich baue, glaube ich, erstmal noch den Psychologen fertig. Gleich. Wenn jetzt mal... Wo sind denn jetzt schon wieder meine ganzen Arbeiter? Hier hinten. Ach ja. Du brauchst Strom. Ist das jetzt hier fertig? Steht jetzt hier schon eine Toilette? Nee. In Arbeit. Wer liefert sie? Da ist sie. Da ist unsere letzte Toilette. Dann können wir Zellen bauen. Beobachten wir ihn mal. John. Wie John unsere letzte Toilette, die wir benötigen, um unser Kopiertool zu benutzen, installiert. Oh, und John läuft. Und John ist eingesperrt. Ihm müssen die Türen aufgemacht werden. Und da kommt er. Oh, er ist auch schon langsam müde. Kann ich verstehen. So eine Toilette ist ganz schön schwer, wenn man die trägt. Oh, und John ist fertig. Sehr gut gemacht, John. Dann können wir nämlich jetzt klonen. Ah, no. Ah, egal. Nee. Passt schon. Genau so wollte ich es ja machen. Kommt hier noch eine Wand rein. Und dann fällt mir auf, dass ich die Türen vergessen habe. Sehr gut. Nein, eine kleine. Und natürlich auch vergessen habe, daraus Zellen zu machen. Geht es so? Nee. Sag mal, hat der... Doch, warte. Ich wollte gerade sagen, hat der gar keine Objekte geplant? Hat die vorhin gerade ausgeblendet? Jo. Was guckt ihr hier? Closing. Jeremy's Next Topmodel guckt ihr oder was? Kann ich nicht einfach neue Kleidung erstmal kaufen? Aha, ich weiß, was ich noch bauen wollte. Ich glaube, der Trakt. Aber weiter könnte man ihn dann hier noch durch ein, zwei Zellen. Sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 4 bis 5 könnten hier noch hinpassen. Ansonsten gucke ich gleich erstmal. Vielleicht baue ich doch erstmal sowas wie eine Wäscherei. Einfach mal, um ein bisschen die Zufriedenheit unserer Insassen zu steigern. Und natürlich ein Büro für einen Psychologen, damit wir nochmal 10.000 bekommen. Und da kam auch schon der Autosave. Ich würde sagen, das war's für heute. Ach ja, du führst kein Wasser. Das mache ich schnell noch. Klein reicht doch, ne? So.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nicht mal richtig reden kann ich mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis morgen. Tschüss.